Reichen 720 Watt Solar auf dem Dach und 450 Amperestunden Lithium-Batterien, um im März in Deutschland autark stehen zu können? Die Frage beantworten wir in diesem Video und somit ein herzliches Willkommen zu unserem neuesten Video auf dem Kanal von Linda und Sascha. Heute wieder mal nur mit mir. Meine Frau steht hinter der Kamera. Neben dem Test gibt es natürlich noch ausreichend oder weiterführende Informationen zu unserer Solaranlage. Wie sind wir dazu gekommen? Und allgemeines rund ums Thema Solar möchten wir in diesem Video beantworten. Viel Spaß dabei. Los geht's. Bevor wir mit dem Test starten, hier die Ausgangslage. Wie sieht unsere Solaranlage und unsere Batterien aus? Wir haben 6x120 Watt Back-Contact-Paneele oben auf dem Dach. Die sind in einer Reihe und hängen an einem Solarladeregler 250/60 von Victron Energy. Und dazu haben wir noch drei 150er Lithium-Batterien von Superb. Warum die Anlage genau so ist, wie sie ist, das erkläre ich dann später noch. Jetzt fangen wir mal mit dem Test an. Los geht's. Guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen, wir haben den 3. März. Es ist kurz vor 9, also besser gesagt, es ist kurz nach halb 9 und wir starten heute unseren neuen Autark-Test, also autark, was Strom betrifft. Hier stehen jetzt wir. Man sieht, da ist die Sonne. Wir haben im Moment einen Sonnenverlauf, der geht ungefähr so an hinter den Bäumen durch und dann da hinten runter. Mit anderen Worten heißt das, dass der Sonnenertrag, wenn die Sonne denn scheint, lange nicht auf dem Maximum ist. Und trotzdem wollen wir mal gucken, wie lange wir es schaffen, autark zu stehen. Deswegen ziehe ich jetzt auch mal den Stecker aus. So, man sieht's, halb 9 durch, Sonntag, 3. März. Stecker ist raus. Auf geht's. Hallo und guten Morgen. Wir sind an Tag 3. Es ist Mittwochmorgen und endlich scheint mal die Sonne wieder. Klar, wir hatten am Sonntag auch Sonne, aber Montag, Dienstag war wieder mal eher sehr bescheidenes Wetter. Wir standen heute Morgen bei 290 Ampere. Das heißt, wir haben jetzt in den 3 Tagen, wo wir am Landstrom, wo wir ohne Landstrom sind, 160 Ampere Strom verbraucht. Das ist viel, ja. Wir verbrauchen viel. Wer unsere Videos kennt, weiß das. Wir schränken uns in dem Test jetzt auch nicht irgendwo speziell ein, dass wir sagen, wir wollen möglichst lange autark sein, sondern es ist wirklich ein realistischer Test soll das sein. Wie lange schaffen wir es bei unserem Verbrauch? Montag war sehr schlechtes Wetter, hatten wir nur 190 Watt Ertrag im Solar. Wir waren viel drin, Laptop ist gelaufen, Starlink lief fast die ganze Zeit und so verbrennt man natürlich auch ziemlich viel Strom. Gestern hatten wir auch nicht so gutes Wetter, aber es war schon heller. Da haben wir 590 Watt Ertrag gehabt über unsere Solaranlage. Haben aber auch noch viel drin, waren viel drin und haben quasi so den Tagesbedarf mit Starlink und so quasi decken können. Ein paar Worte noch, wie sind wir eigentlich überhaupt zu 720 Watt Solar und 450 Ampere Lithium-Batterien gekommen? Als wir vor knapp 2,5 Jahren unsere Doro hier übernommen haben, hatten wir 2x60 Watt Solar auf dem Dach und 2 AGM-Batterien mit Gesamt auf knapp 100 Ampere Volumen. Und der erste Winter in Spanien waren 5 Ampere Ladestrom das höchste der Gefühle. Und wir hatten die Batterien 2-3 Mal im roten Bereich. Also wir hatten sogar wirklich einmal morgens, wo wir keinen Kaffee mehr machen konnten. Luxusprobleme. Deswegen war für uns schnell klar, dass wir mehr Batterie brauchen und dass wir auch mit Solar aufrüsten wollen. Und dann haben wir ein knappes halbes Jahr später, als wir in Deutschland waren, haben wir im Rahmen von einigen Umbauarbeiten, wo wir auch die Trockentrenntoilette haben einbauen lassen, haben wir 2 Lithium-Batterien reinmachen lassen. Die Firma, die hatte halt einfach die Superb, deswegen gab es die. Die sind teurer als die, wo man sonst auf dem Markt kennt, wie Linetron, Bulltron oder auch von Victron Energy selber. Aber die sind qualitativ in meinen Augen alle sehr ebenbürtig, was ich gelesen habe. Und die sind jetzt halt ein bisschen teurer. Unser Pech, aber wir sind der Meinung, das sind gute Batterien dabei. Dazu haben wir dann gedacht, wir kaufen uns einfach einen
einen so einen Sun-Folder, also einen Solar-Folder, wo wir aufstellen können, weil wir wirklich davon ausgegangen sind, mit 300 Ampere-Stunden kommen wir sehr weit und mit 340 Watt Solar-Folder haben wir uns dann haben wir die Reise weiter fortgesetzt und waren dann im Herbst vom gleichen Jahr, waren wir dann in Schottland und dann haben wir dann gemerkt, wenn das Wetter scheiße ist und der Wind stark ist, bläst uns immer den Solarfolder um und dann sind dann 300 Ampere Lithium auch nicht unbedingt so viel, vor allem fahren wir nicht so wahnsinnig viel. Also das heißt, wir stehen lieber mal 3-4 Tage und fahren dann wieder. Und unser Ladebooster mit 30 Ampere Ladestrom, das ist so ein bisschen unsere Schwachstelle. Deswegen kam dann auch relativ schnell im Nachgang auch die Entscheidung, okay, wir müssen nochmal nachrüsten und jetzt machen wir es richtig. Das haben wir dann so auch gemacht. Wir haben dann noch eine dritte Lithium von Super B gekauft, haben die reingehängt. Dafür haben wir den Beifahrersitz rausgenommen, haben da unsere Elektroinstallation gemacht. Ich zeige das dann gleich auch auf ein paar Bildern noch. Ein Glinder sitzt eh immer hinten und wir hatten sonst einfach nirgends mehr Platz für die dritte Batterie und für den neuen Solarladeregler. Die 6x120 Watt, die haben wir auch selber aufs Dach gemacht, letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr her. Damit das alles Platz hatte, haben wir im hinteren Teil im Schlafzimmer, im Schlafzimmer das Dachfenster ausgebaut und mit einer GFK-Platte zugepflastert und dann darüber die Paneele, dass wir die 620 die 700 Watt oder 720 Watt, wenn ich es doch hinkriege, dass die auf dem Dach Platz hatten. Die hängen in einer Reihe an einem Victron Energy 250-60er und so kommt richtig viel Strom rein. Guten Morgen, wir sind Tag 8, also es ist Montagmorgen, es regnet mal wieder. Judi hui und tralala, aber wir sind immer noch ohne Landstrom. Wir gehen gegen 200 Stunden ohne Landstrom entgegen und ohne dass wir auch gefahren sind. Mal ein kleiner Blick, wie das aussieht auf der App. So, ihr seht, wir sind bei 61%, das ist jetzt eine der drei Batterien, aber wir sind ungefähr so bei 260 Ampere, sind wir noch. Das heißt, wir haben jetzt in den 8 Tagen 190 Ampere netto verbraucht. Wir hatten jetzt die letzten Tage gut Sonne und waren wenig daheim und haben so doch wieder ein bisschen laden können. Wir waren Anfang oder Ende letzter Woche, so Donnerstag, Freitag, irgendwo mal bei 215 Ampere. Gestern Abend haben wir es dann knapp über 300 geschafft und dann sind wir jetzt durch halt abends mit Laptop und Starlink die altbekannten Verbraucher wieder weiter runter. Heute regnet es, morgen sieht es auch schlecht aus. Heute werden wir viel daheim sein und auch wahrscheinlich viel am Laptop was machen. Das heißt, heute werden wir richtig Strom ziehen. Ich gucke jetzt mal noch über den Regler, was reinkommt bei dem sehr grauen Wetter. Ich zeige erstmal das Wetter. So, man sieht, es ist wirklich übelgrau. Und mal gucken, ob man es lesen kann. Momentan kriegen wir zwischen 4 und 5 Ampere Strom rein, immerhin. Ja, warum haben wir die Paneele alle in einer Reihe und nicht auf zwei aufgeteilt? Das ist relativ einfach erklärt. Mein Wissensstand war also zu der Zeit, wo wir uns für die Anlage entschieden haben, dass man eine gewisse Spannung braucht, um mit über Solar laden zu können. Die erreicht man in meiner Sicht schneller, wenn man mehr in einer Reihe hängt. Und das hat sich jetzt schon ein paar Mal bewahrheitet, weil wir auch wirklich bei sehr schlechten Lichtverhältnissen doch auch einen guten Ertrag haben. Das hat uns jetzt hier im März, hier im Hunsrück schon geholfen. Klar, dagegen spricht die Ausfallsicherheit, habe ich zwei Anlagen, also 2x100, also 3x120 an einem Regler und nochmal 3x120 an einem anderen Regler. Wenn einer ausfällt, eine Anlage, läuft die andere noch. Ich bin der Meinung, die Sachen sind so gut konzipiert, dass die Ausfallsicherheit wirklich sehr, sehr hoch ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass was ausfällt, eher klein ist. Das Risiko bin ich eingegangen oder wir besser gesagt. Und das hat sich bis jetzt wirklich mehr als nur ausgezahlt. Die Sonne scheint. Endlich nach 3 Tagen grauem Wetter. Und wir haben heute ein Novum. Wir haben den 14. März, es ist Tag 12 unseres Autark-Tests, Selbstversuch oder wie man dann auch immer wieder sagen will. Und wir haben heute das erste Mal 1 Kilowatt Solarertrag erreicht und sogar mehr.
Einen kleinen Moment, zeige euch das. So, mal gucken, ob man es sieht. 1,06 Kilowattstunden haben wir Ertrag gehabt und laden jetzt immer noch mit knapp 100 Watt oder 5, 6 Ampere. Heute Morgen dachte ich noch, dass wir heute Abend wahrscheinlich langsam uns dazu entscheiden müssen, wieder den Stecker einzunehmen und einzustecken und aufzuladen. Aber durch das, dass wir jetzt fast 70 Ampere geladen haben, ist das Thema natürlich wieder vom Tisch. Wir waren bei 100 Ampere heute Morgen, sogar knapp drunter, weil die letzten drei Tage wirklich nicht so toll. Solarertrag nicht der Kracher, also war nicht schlecht, aber wir waren halt viel zu Hause, viel Laptop gebraucht, viel geladen und gleichzeitig auch viel Starlink, dass wir dann heute Morgen nur noch eben knapp 100 Ampere hatten und nachts ist es halt immer noch kalt, dass auch die Heizung läuft. Aber somit geht die Reise weiter. Wir sind bei 270 Stunden und mein Ziel ist ja immer noch, bis nächsten Montag durchzuknallen, damit wir da, wenn wir dann wieder fahren, auch wieder aufladen. Und mit jedem Tag kommen wir der Geschichte näher, dass wir wieder aufladen, und also richtig aufladen, also gegen 100% gehen. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir ab März hier autark stehen, ohne dass wir Landstrom brauchen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich melde mich natürlich die Tage wieder. Kostenpunkt ist ja auch immer noch so ein Faktor. Was kostet so eine Solaranlage und Batterien? Ich muss sagen, wir haben ziemlich viel Geld dafür ausgegeben. Die Super B alleine war pro Stück etwas über 2000 Euro. Wir kommen alles in allem mit den 6 Paneelen, mit Laderegler, mit Solarfolder, den wir auch noch haben. Wir haben auch noch einen Wechselrichter von Büttner drin, einen 1500er. Und so haben wir alles in allem gut 10.000 Euro ausgegeben. Ein Haufen Geld. Für uns ist der Preis der Freiheit, wie wir es so schön sagen, weil wir der Meinung sind, wir möchten viel auch in der Natur stehen und unabhängig sein, dass wir keinen Landstrom brauchen. Wenn man rein von der Seite her amortisieren rechnet, wenn wir jetzt irgendwie pro Kilowatt 2 Euro oder so zahlt, je nachdem, wo auf welchem Platz das man steht, dauert es eine Weile, bis man den ganzen Preis wieder amortisiert hat. Aber für uns war es das wert und wir bereuen keinen Cent. Montag und immer noch ohne Landstrom. Das heißt, wir sind jetzt am 15. oder am 16. Tag schon ohne Landstrom. Haben es geschafft, heute bewegen wir die Doro, das heißt, wir werden durchs Fahren auch wieder laden. Aber mein Ziel, wo ich wirklich hatte, dass wir es soweit schaffen, haben wir erreicht. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt dann gleich wieder Strom einstecken. Nein, im Gegenteil. Mein Ehrgeiz oder unser Ehrgeiz war natürlich da. Am Samstagabend waren wir bei 70 Ampere noch. Also das heißt, wir waren wirklich relativ tief. Aber gestern haben wir den ganzen Tag gearbeitet, hatten einen super Ertrag über Solar mit 1,2 Kilowatt, dass wir 90 Ampere geladen haben und jetzt wieder eigentlich relativ safe sind. Und heute fahren wir ja, es ist momentan auch freundlich. Also habe ich immer noch oder wieder da die Hoffnung, dass wir komplett ohne Landstrom klarkommen. Morgens um 10 und wir haben schon 360 Watt Ertrag und laden im Moment mit knapp 15 Ampere. Ja, 360 Watt schon morgens um 10, das ist am 20. März der Fall. Die letzten zwei Tage waren genauso gut, also der Tag für heute verspricht auch wieder super Solarertrag. Am Montag vor zwei Tagen sind wir ja noch gefahren, haben auch ein bisschen was geladen, da haben wir die Batterien von knapp 30% auf knapp 60%. Und dann gestern waren wir sogar 65, fast 70%. Das heißt, wir haben eigentlich den Cut jetzt erreicht, dass wenn wir super schöne Tage haben, mehr laden, als wir verbrauchen. Und auch an schlechten Tagen haben wir immer noch anständigen Solarertrag. Ich zeige euch aber das gleich mal noch in einer schönen grafischen Übersicht. So, liebe Leute und Freunde der Selbstversorgung über Solar. Wir haben den 31. März, das Projekt ist zu Ende. Wir haben ja vor knapp zwei Wochen schon bewiesen gehabt, dass wir mit 720 Watt Solar auf dem Dach durchkommen, ab März hier in Deutschland und mit 450 Ampere Stunden Batterie.
Und jetzt haben wir heute den 31. März und ich zeige euch mal was. Wir haben es geschafft heute jetzt mit dem Wetter. Unsere Batterien sind auf 99%. Fast 100, aber ich würde sagen, ein voller Erfolg. Und 720 Watt auf dem Dach sind geil und 450 Ampere auch. So, das Video kommt jetzt zum Ende, der offizielle Schluss kommt noch. Schauen wir uns das Ganze mal noch auf eine Grafik an. Wir verbrauchen pro Tag im Schnitt rund 70 Ampere. Das heißt, wir brauchen rund knapp 1000 Watt Ertrag am Tag, um den Bedarf zu decken. Das habe ich hier mal eingezeichnet mit der Bedarfslinie, was wir so brauchen. Auf der Grafik hier sehen wir jetzt schön den Solarertrag, den wir hatten im März. Und dabei sieht man eigentlich, dass wir bis Mitte März fast eigentlich immer unter dem Bedarf lagen mit dem Ertrag und somit da auch unsere Batterien immer weniger Kapazität hatten. Und dann ab Mitte März, wo wir den Cut hatten, wo wir dann auch wirklich regelmäßig weit über dem Bedarf waren, haben wir dann auch die Batterien schön laden können. Hier habe ich jetzt mal noch den Ladezustand der Batterien drüber gelegt. Man sieht, die ersten 3 Tage waren die Batterien voll, da wir da noch am Strom standen, und dann haben wir ausgezogen, haben nicht genug geladen. Man sieht schön, wie die Kapazität der Batterien runtergeht, bis dann Mitte März bei 70 Ampere waren, wo wir kurz davor waren, wieder einzustecken. Dann kam aber zum Glück das schöne Wetter, wir haben gearbeitet und so konnten wir die Batterien richtig gut und auch in ein paar wenigen Tagen aufladen. Und seitdem ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr, auch wenn wir schlechtes Wetter haben oder nicht so gutes Wetter haben, da mittlerweile so lang hell ist, haben wir immer noch einen schönen Ertrag über die 720 Watt oben auf dem Dach. Und zu guter Letzt habe ich hier mal noch den Peak, den wir hatten jeweils an den jeweiligen Tagen, noch in die Grafik mit reingeschustert. Und dann sieht man, Anfang Monat waren wir meistens so bei 300 Peak, den wir hatten über die Solarpaneele auf dem Dach. Und ab Mitte März, gab es wie so einen Wechsel, oder hat sich der Sonnenstand einfach so verändert, dass wir dann da regelmäßig auch über 400 und 500 Watt Peak Ertrag hatten. Und das hat sich jetzt im April die ersten Tage auch bestätigt. Da hatten wir jetzt schon ein paar Mal 550, und da gehen wir dann gegen die maximale Leistung mit so langsam hin. Ja, Fazit von unserem Test ist ganz klar: mit 720 Watt Solar auf dem Dach und 450 Ampere Lithium kann man ab März in Deutschland autark oder respektive ohne Landstrom stehen. Wir verbrauchen viel Strom. Es gibt nämlich ganz viele Leute, die brauchen noch viel weniger Strom. Für die ist es noch viel eher möglich. Ich finde es wirklich geil, haben wir es geschafft. Und sind die Batterien jetzt am 2. April wieder voll. Also wir hatten ja schon am 31. März in dem Einspieler gesehen, dass wir wieder auf 99% sind. Und vor 2 Wochen waren wir knapp bei 20% oder sogar noch drunter. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir bis im Oktober ohne Landstrom hier klarkommen. Das muss das Ziel sein. Und dann sehen wir mal weiter. So, und damit bin ich schon am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war interessant und ihr konntet rund ums Thema Solar noch was, ich will jetzt nicht sagen lernen, aber es gab vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis dazu, was Solar betrifft und wie viel Solar ihr vielleicht selber mal aufs Dach machen wollt, wenn ihr es nicht schon habt. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Ich freue mich aber auch über Kommentare. Lasst euren Kommentar da. Ich plane noch weitere Videos zum Thema Solar. Schreibt rein in die Kommentare, was euch interessieren wird. Dann kann ich das sicher mit einbauen. Das nächste Video allerdings weiß ich noch nicht genau, um was es geht. Das kommt dann in ein paar Wochen. Bis dahin würde ich sagen, habt nach Sorg. Ciao zusammen.